Fire Emblem geht weiter. Ich sollte zuerst Zane nehmen. Den nehme ich jetzt auch. Angriff. Bringe mich zu einem Feld neben meinem Widersacher. Oh ja, kannst du eigentlich selbst hingehen oder was? Angriff Eisenlanze. Warte, ich glaube Lanze schlägt Axt, oder? Oder war es Axt schlägt Lanze? Ich weiß es nicht mehr. Was? Ich habe nicht getroffen? Zane, warum benutzt du nicht dein Schwert? Weil die Lanze viel heroischer wirkt? Ein Ritter sollte stets heroisch wirken. Findest du nicht auch? Du bist hoffnungslos. Einfach hoffnungslos. Wenn du den Kampf nicht ernster nimmst, findest du dich noch am Ende einer Klinge wieder. Oder ohne Kopf, wer weiß. Um die Wahrheit zu sagen, ich vergaß, ein Schwert zu kaufen. Ach, vergessen? Wohl eher warst du zu sehr damit beschäftigt, mit den Damen zu checkern. Was heißt checkern nochmal? Sei nicht zornig, ich schaff das auch mit deiner Lanze, ich bin so gut. Ich ziehe es vor, du verlässt dich auf dein Geschick, nicht auf dein hohles Gewäsch. Ich habe noch eine weitere Klinge, nimm sie und greif damit an. Bist du sicher? Mein Dank sei dir gewiss, Ken. Du verursachst beinahe mehr Ärger, als du es wert bist. Beinahe. Joker, erlaube mir, den Fauxpas meines Gefährten wieder zu bereinigen. Was heißt Fauxpas? Ich erwarte euren Befehl. Waffen verfügen über eine einzigartige Hierarchie. Schwerter schlagen Äxte, Äxte schlagen Lanzen, Lanzen schlagen Schwerter. Ja, ich bin gut. Diese Beziehung kennt man als das Waffendreieck. Das Wissen darum ist von äußerster Wichtigkeit. Demonstrieren wir nun, dass Schwerter Äxte schlagen können. Wer kennt? England. Ja. Der Feind führt eine Axt. Setze mein Schwert ein. Okay. Eisenschwert. Damn. Okay, alles klar. Ist ja kein Problem. Er ist beinahe besiegt. Lasst uns den letzten Stoß ausführen. Lün! Ich muss neben dem Gegner stehen. Angriff, Eisenschwert. Lün kann zweimal angreifen, oder? Ja. Schön. Gegner besiegt. Ja. Joker, gib mir noch mal eine Chance. Ja. Aber wenn du stirbst, bringe ich dich um. Ich hab nur einen von dir. Axt schwingender Gegner sollte man mit Schwertern stellen. Zücke deine Klinge. Was? Wieso strich da nochmal vorbei, Alter? Arg. Zane, bist du verletzt? Nein, alles in Ordnung. Ich konnte noch ausweichen. Ich kann nicht glauben, dass er meinen Streich mit solcher Leichtigkeit ausweichen konnte. Dies ist kein Spaß mehr. Sieh genau hin, der Feind versteckt sich im Wald. Durch das Gehölz ist ein Angriff nur sehr schwer möglich. Oh mein Gott, du hast recht. Ich hatte mich so auf den Angriff
konzentriert, dass ich es nicht bemerkt habe. Dein Mangel an Aufmerksamkeit wird dich eines Tages umbringen, dein Leben kosten. Schon gut, ich hab verstanden. Lass es gut sein, Kind. Wenn du es wahrlich verstehst, dann handle auch danach. Kind, hegst du viele grimme Gedanken. Er wird nur noch von seiner Zeit ergraut, was jedes Terrain verfügt über einzigartige Merkmale. Siehe zum Beispiel die Wälder an und Ebenen an. Bekämpfe einen Feind aus den Wäldern heraus und er wird dich vermutlich nicht treffen. Dein Angriff wird jedoch ungehindert sein. So entsteht dir ein Vorteil. Oh mein Gott, der muss da weg, der muss da weg. Dasselbe gilt auch für deinen Gegner. Verbirgt sich ein Angreifer im Wald, ist er schwieriger zu treffen. Bedenke die Vorteile des Terrains und des Waffendreiecks. Dies sind die Schlüssel zum Sieg. Das Fenster im unteren Teil des Bildschirms liefert Informationen über das Terrain, auf dem sich der Cursor befindet. Nutze den Cursor, um das Terrain zu finden, das dir den größten Vorteil verschafft. Lass uns das nun ausprobieren. Wähle Kent. Ich bin bereit für den Kampf. Gebiete mir nach eurem Willen. Was, wo auch immer hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ah, ich kann hier hin. Ich gehe zum Wald. Nutzen wir mein Schwert für den Angriff. Ich greife aus dem Wald ran aus, ja, ich. Es ist sicher eine weise Entscheidung, diese Banditen den Rittern zu überlassen. Ich nehme den da hinten. Ja. So, nimm den da hinten. Ich werde mich um den anderen Finsterling kümmern. Ich muss die Distanz zwischen uns verkürzen. Der Ritter sagte, die Wälder würden die Wälder würden einen Vorteil bieten. In diesem Fall, das sieht gut aus. Schicke mich dorthin, Joker. Du mit deinem Warten. Haha, Loser. Was für ein Opfer. Wieso macht er sowas? Was ist das? Ist es für eine? Ihr, euer Name ist Zane, nicht wahr? Ja, Zane, der Galante von Kaelin. So nennt man mich. Wir sind mitten im Krieg, da darf man nicht sagen, hey, wie heißt denn du, wenn ihr darauf besteht. Warum habt ihr euch noch nicht geheilt? Wie? Hey, ich wurde verletzt. Das habe ich ja gar nicht gemerkt, was für ein Schuft ich doch bin. Wie konnte ich es wagen, das zu übersehen? Ich meine, eure morkelose Stirn wegen meiner Nachlässigkeit mit einer Sorgenfalte zu verunstalten. Langsam nervst du. Eigentlich wollte ich euch ein Heilmittel überlassen. Aber mir scheint, es geht euch gut. Also nichts wie für ungut. Nein, warte. Ich sterbe gleich. Ich nehme es, bitte. Ich nehme es. Sonst werde ich sterben. Um jemanden ein Item zu geben, wähle Tausch. Tausch kannst du nur von Einheiten genutzt werden, die nebeneinander stehen. Lass uns jetzt einen Tausch durchführen. Wähle Zane und stelle ihn neben Lyn. Ja, ich dachte umgekehrt. Aber okay. Ein solch großzügiges Angebot wage ich nicht abzuweisen. Die heilende Kraft der Liebe erwartet mich durch jene enge. Ach, mein Gott. Joker, zögere nicht länger. Ich kann mich nicht allein bewegen. Ich bin
Komisch. Wähle nun Befehl Tausch, Stehen und Lönsbesitz wird euch angezeigt. Wähle mit Hilfe des Cursors ein Heilmittel aus Lünes Vorrat und gib es an Zane weiter. Hast du den Tausch abgeschlossen, drücke den B-Knopf, um den Vorgang abzuschließen. Aber irgendwie gefällt mir das Spiel jetzt schon voll, obwohl ein bisschen viel Text. Der B-Knopf fungiert als Abbruchknopf. So können falsch erteilte Befehle noch vieles mehr und noch vieles mehr widerrufen werden. Jo. Hier, ich gebe dir jetzt mal. Platziere den Cursor auf Lynns Item. Drücke rechts auf dem Steuerkreuz. Hier, du kriegst. Ja, drücke oben und unten, das ist alles schon klar. Ich bin nicht dumm, ich bin kein Vollidiot. Heimut, drücke danach den A-Knopf, bla bla bla. Hier. Ja, drücke den A-Knopf, hiermit überreichst du. Drücke den B-Knopf, um den Tausch zu beenden, ja. Zane kann nun Lynns Heilmittel verwenden. Wähle das Heilmittel aus dem Inventar und verwende es. Jo, ich hab mich geheilt. Außerdem verfügen berittene Einheiten über die einzigartige Möglichkeit, sich nochmals zu bewegen. Ist das nicht klasse? Das bedeutet, dass sich der Kavallerie, die Kavaliere die Anzahl der Felder, die vor einem Aktion übrig waren, weiter bewegen darf. Ausnahme bilden dabei der Befehl Angriff und noch einige andere. Ich gehe in den Wald. Sie annullieren die Möglichkeit, sich nochmals zu bewegen. Sei also vorsichtig. Wähle nun Zane und befiehl ihm, sich nochmals zu bewegen. Wohin? Wohin willst du? Ah, viel besser. Hab Dank, Joker. Und auch euch sei meine Dankbarkeit gewiss, mein Engel. Okay, es bringt alles keinen großen taktischen Vorteil, aber Missionsziele ändern sich von Kapitel zu Kapitel. Das Ziel dieses Kapitels lautet, alle Feinde töten, zu besiegen. Stimmt doch. Überprüfe die Zielvorgabe im Fenster im oberen rechten Teil des Bildschirms. Ich sehe kein Fenster im oberen rechten Teil des Bildschirms. Um das Kartenmenü zu öffnen, was ihr einen Cursor auf unbesetzten Feld drückt, den A-Knopf, bla bla bla. Wählst du das auch? Menü, Status, Missionsziele. Das Kartenmenü verfügt auch über Aussetzen. Dies ist nützlich, wenn du das Kapitel unterbrechen möchtest. Hey, jetzt ist euch das nicht irgendwie ein bisschen langweilig. Ich habe fast das Gefühl, es könnte sein, dann tut's mir leid. Aber ich mach's jetzt noch zu Ende. Doch jetzt lass uns dieses Kapitel fortsetzen. Viel Glück. Lass uns dieses sinnlose Kapitel beenden. Kent, bring ihn um. Du musst ihn nicht bewegen. Kill him. Tot. Epic. Hahaha. Ich greife den jetzt an, einfach so. Oder ist der im Wald? Ne, der ist nicht im Wald. Ah, was? Ich bleib hier. Hier, warte. Gegnerischer Zug. Oh mein Gott, nein. Zane. Gut gemacht, Zane. Das war taktisch klug. So, lass uns diesen Zug beenden. Indem wir den Viech, das Viech umbringen. Wowdy, die. Und besiegt. Das war doch was, oder? War ich nicht unehrlich. So, jetzt hier Zane. Ich begebe mich jetzt auch mal in den Wald. Und zwar hierhin. Warten. So, das ist jetzt alles taktisch klug. Wie kann ich den Zug beenden? Hier. Möchtet ihr aufhören? Nein. Ups. Egal, dann beende ich den Zug halt so, indem ich dem eins nach vorne warten. So. Gegnerischer Zug. Den nächsten Zug machen wir erst im nächsten Video. Also, bis dann.